Hier entsteht nicht nur der Tiefbahnhof Stuttgart 21, sondern auch der erste rein digitale Bahnknoten in Deutschland. Das bringt Baustellen und Behinderungen mit sich. Stuttgart sollte zukünftig das Vorbild für den Ausbau der digitalen Technik bundesweit sein. Doch SWR-Recherchen zeigen, diesen deutschlandweiten Ausbau plant die Bahn jetzt vorerst zu stoppen. Der Verkehrsminister entsetzt. Wenn es in Stuttgart gemacht wird und hat keinen Sinn, weil es nicht weitergeht, wer von den anderen Ländern wird dann nur sagen, wir investieren als Land in moderne Fahrzeuge, die digital gesteuert werden können. Also es wäre eigentlich im Grunde genommen eine richtige Klatsche für die Modernisierung überhaupt. Eigentlich soll bei kommenden Bauarbeiten in Deutschland überall digitale Technik eingebaut werden. Doch die Bahn präsentierte Vertretern der Bundesländer jetzt dieses Papier. Statt auf digitale Stellwerke wolle man auf schnell verfügbare Stellwerktechnik setzen, also auf alte Technik aus den 90er Jahren. Auch der Ausbau der neuen digitalen Zugsicherung ETCS soll weitestgehend gestoppt werden. Digitalisierung von Strecken wie zwischen Köln und Frankfurt gestrichen. Absurd, sagen Bahnexperten. Das wäre ein gewaltiger Rückschritt. Das würde Zeit und Geld kosten. Das würde den Bahnverkehr auch wieder unzuverlässiger machen. Nichts passe bei dieser neuen Strategie zusammen. Denn auch Fahrzeuge müssten dann mit doppelter Technik ausgerüstet werden, so Bahnpolitiker. Der ICE, der dann durch Stuttgart fährt, in Stuttgart hält und weiterfährt, nach München, nach Frankfurt, egal wohin, der braucht dann eben für Stuttgart die digitale Ausrüstung. Und auf der anderen Seite brauchen wir dann immer noch die alte Technik, um eben auf den restlichen Strecken Deutschlands unterwegs zu sein. Es ist ja verrückt, wenn Milliarden investiert werden in die Sanierung der Strecken, in die Hochleistungskorridore, ohne die moderne Technologie einzubauen. Das Verkehrsministerium in Berlin will ebenfalls an der Digitalisierung festhalten. Die Bahn hat die SWR-Recherchen heute dementiert und teilte mit, die Deutsche Bahn hält an der Digitalisierung von Bahnstrecken fest. Die Deutsche Bahn hatte immer geplant, in den kommenden 10 Jahren beide Technologien parallel zu bauen. Zu den Folgen für das Gesamtprojekt Digitale Schiene Deutschland äußert sie sich nicht. Das interpretiert Bahnexperte Hans Leister als Eingeständnis. Wenn man sich diese Geschichte des Projekts jetzt seit 2018 ansieht, kann man wirklich verzweifeln. Wenn man jetzt anfängt, bei der Infrastruktur wieder was Altes zu verbauen und man hat Doppeltechnologie in den Gleisen, die dann erst recht unzuverlässig ist, also das mag ich mir gar nicht ausmalen. Sollte die deutschlandweite Digitalisierung vorerst gestoppt werden, könnte Stuttgart eine digitale Insel in einem Land werden, in dem sich der restliche Bahnverkehr zurückentwickelt.